Eine Mischung aus Nahkampf-Action, Geschicklichkeitsballwerfen und Ost-RPG. Das alles bekommt man mit dem Erstlingswerk des deutschen Indie-Studios Radical Fish Games geliefert. Crosscode. Crosscode handelt von der virtuellen Online-Spielwelt Crossworlds, in der sich Spieler verschiedenster Charakterklassen tummeln. Man übernimmt die Rolle von Leah, einer Spielerin, die aufgrund eines unbekannten Fehlers ihr Gedächtnis verloren hat. Ohne die Fähigkeit zu sprechen, wird sie zurück nach Crossworlds geschickt, um nach und nach ihre Erinnerungen zurückzuerlangen. Doch schon früh stellt sich heraus, dass ihr in dieser bunten Welt nicht alle Menschen wohlgesonnen sind. Das zentrale Element des Spiels ist die Ballwurfmechanik. Leah kann Bälle werfen, um damit wahlweise Schalter zu betätigen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder auch einfach um sie als Waffe einzusetzen. Die Bälle prallen von Wänden und Hindernissen ab und suchen sich ihren eigenen Weg. Doch das ist noch längst nicht alles. Wo Bälle nicht mehr helfen, muss der Nahkampf her. Hier wurde sich nicht einfach auf stumpfe Action verlassen, nein, vor allem das Ausweichen ist extrem wichtig. Ohne Ausweichen wird man manche Passagen ganz einfach nicht bestehen. Weiterhin gibt es Spezialattacken und auch die Wahl der Waffen spielt eine zentrale Rolle. Und das ist etwas, das ich dem Spiel hoch anrechne. Es bietet actiongeladene und schnelle Kampfsequenzen, ohne dabei aber gutes Gameplay oder anspruchsvolle Spielmechanik zu opfern. Es gilt schon, Strategie und Köpfchen zu nutzen. An manchen Stellen darf man dann aber trotzdem auf den Controller einprügeln. Apropos Controller, auch die Steuerung ist zu loben. Man kann wahlweise mit Maus und Tastatur oder mit einem Controller spielen. Beide Male ist die Steuerung sehr intuitiv und weich, wenngleich ich auch mit Tastatur und Maus wesentlich besser bin. Und vor allem, die Steuerung ist einfach. Reduziert auf das Nötigste und ohne zu umfangreiche Buttonbelegung oder ständiges Einblenden, welchen Button man jetzt drücken sollte. Das Spiel geht schnell ins Blut und nach 5 Minuten Spielzeit hat man den Bogen in der Regel raus. In der aktuellen Demo gibt es 3 Spielmodi. Der Story-Modus führt den Spieler in das eigentliche Spiel ein, nach einem kurzen Intro übernimmt der Spieler die Steuerung von Leah und landet mit ihr auf einem Containerschiff, welches in Richtung von Rhombus Square steuert, der Anfangswelt von Crossworlds. Freunde von Knobeleien können im Puzzle-Modus ihre grauen Zellen testen. Und wer sich mehr für das Sammeln von Erfahrung und Items interessiert, der ist im Exploration-Modus bestens aufgehoben. Die Grafik vermischt grobe Sprites im SNES-Stil mit Artworks und aufwendigen Animationen, vergleichbar mit den frühen Rollenspielen der PlayStation-Ära. Der dabei entstandene Stil ist einzigartig und durchweg schön. Der Soundtrack tut sein Übriges und beweist die Liebe der Macher zu japanischen RPGs. Freunde des gepflegten Retro-Genusses werden mit Sicherheit ihren Spaß daran haben. Wer Ähnlichkeiten zu RPG-Maker-Spielen sieht, der liegt vollkommen richtig. Hinter Radical Fish Games steckt unter anderem Felix Klein alias Laxen, der Macher von Felsabor, einem der beliebtesten und besten, wahrscheinlich auch professionellsten Spiele der deutschen Maker-Szene, welches es leider nie zur Vollversion geschafft hat. Dafür zu einem kleinen Easter Egg in Crosscode. Das Spielprinzip von Crosscode ist inzwischen fast 10 Jahre alt. Auf einem Maker-Treffen hat Laxen ein namenloses Spiel auf dem RPG Maker 2000 gebaut, das einen frühen Prototypen der Ballmechanik zeigt. In einem unbewachten Moment haben wir uns an seinen Laptop gesetzt und das Spiel Felsaball genannt. Auch Felsaball hat nie einen Release erfahren, doch die Grundidee ist über die Zeit gewachsen und nun in Crosscode gelandet. Und zum Glück? Das Spiel ist auf seine Art wirklich einzigartig, fesselnd und macht durch die Bank weg viel Spaß. Interessiert? Und wollt ihr das Ganze selbst und in ruckelfrei erleben? Unter www.crosscode.com könnt ihr die Demo-Version spielen, wahlweise als Download oder direkt im Browser. Alle Informationen über das Spiel und Radical Fish Games stehen in der Beschreibung. Nachdem Crosscode auf Steam schon gegreenlightet wurde, gilt es nun den Release zu schaffen. Und nun kommt ihr ins Spiel. Ich persönlich will unbedingt, dass es Crosscode zur Vollversion schafft. Nicht nur, weil einige der Leute hinter Radical Fish Games alte Freunde von mir sind, sondern vor allem, weil mir das Spiel wahnsinnig viel Spaß macht und es mich von Anfang an überzeugt hat. Schon die ersten Alpha-Demos von vor 2-3 Jahren haben Lust auf mehr gemacht. Crosscode hat bei Indiegogo gerade eine Kampagne am Laufen. Wenn 80.000 Euro zusammenkommen, soll es schon Anfang 2016 das fertige Spiel zum Kaufen geben.
Schaut es euch an, wenn es euch gefällt, dann unterstützt bitte die Macher und wenn ihr Leute kennt, denen das Spiel gefallen könnte, spread the word.